Das ist einfach, ich fühle mich dann frei. Ich fühle mich wie so ein freier Vogel, der im Freien kacken kann auch. Hey Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Alter, es ist längst nicht mehr im Trend. Wieso mache ich das überhaupt noch? Es ist längst nicht mehr im Trend. Ich sitze hier gerade an einer ungewohnten Position. Hier ist irgendwie voll viel Freiraum. Eigentlich wäre es besser, wenn ich mich hier so... Hier, ja, ach, das geht ja auch. Okay, also ich sitze jetzt gerade hier. Und heute geht es um ein sehr interessantes Thema. Dazu gibt es eine kleine Story. Denn ich war gestern auf Klo. Das war die Story. Ich saß gestern auf Klo und bin so durch verschiedene Webseiten gegangen, weil ich eigentlich nach irgendeiner Aktivität für die nächsten Tage gesucht habe, weil ich keine Hobbys habe. Und jedenfalls gab es dann irgendwie da so eine Anzeige und da stand eben so eine Schlagzeile: Das machen Jungs heimlich. Und ich denke mir so, okay, krass, was machen denn Jungs so krasses heimlich? Und hab einfach mal draufgeklickt. Und da gab es dann die Top 10 Dinge, die Jungs oder Männer tun, wenn sie alleine zu Hause sind. Und ich muss sagen, der meiste Teil davon ist einfach komplette Scheiße. Und deswegen geht es in diesem Video darum, was Jungs angeblich heimlich tun, was Jungs doch wirklich eigentlich heimlich tun. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Sache an. Here we go! Was Jungs angeblich heimlich tun, Punkt Nummer 1, im Spiegel posen und Selfies machen. Gut, das mag im Grunde eigentlich gar nicht mal so verkehrt sein. Tatsächlich bin ich selbst auch ein großer Fan davon, einfach vor den Spiegel zu gehen und irgendwelche Selfies zu machen. Aber das mache ich genauso oft. Das war meine Waschmaschine. Dankeschön. You're welcome. Aber Selfies vom Spiegel mache ich eigentlich genauso oft auch, wenn andere Leute da sind. Ganz im Gegenteil, wenn Moritz zum Beispiel hier ist oder andere YouTube-Freunde, dann machen wir eigentlich die ganzen Selfies. So, wenn ich allein zu Hause bin, dann ganz ehrlich, ich sitze lieber da und fresse und gucke Netflix. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Wir machen aber weiter, es geht nämlich noch ganz spannend weiter. Punkt Nummer 2, was Jungs gerne tun, wenn sie heimlich zu Hause sind: Sie kraulen sich am besten Stück. Und mit bestem Stück sind natürlich die Eier gemeint. Im Grunde soll das angeblich immer so aussehen. Der Punkt ist aber nur folgender, Freunde. Im Grunde, auch das ist nicht verkehrt. Natürlich, Jungs, kratze ich an den Eiern. Aber das mache ich doch nicht heimlich, wenn ich allein zu Hause bin. What the fuck? Ich kratze mir immer an den Eiern. Wenn meine Freundin da ist, wenn Freunde da sind, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn es da unten kratzt, und das kann durchaus mal passieren, dann darf man ja wohl auch die Hand dahin bewegen. Und ich meine, das ist ja nicht unhygienisch. Ich meine, klar, es ist ein bisschen komisch. Und man muss es jetzt auch nicht irgendwie im Bus vor allen Leuten machen. Hey, Freunde, seht ihr, wie ich mir an den Eiern kratze? Aber mein Gott, wo ist das Problem, wenn man das mal ab und zu macht? Punkt Nummer 3, was Jungs eigentlich machen, wenn sie allein zu Hause sind: Sie schauen Pornos. Im Grunde, dieser Pornokonsum, der ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Wenn man Pornos schaut, dann wahrscheinlich am allermeisten dann, wenn man alleine zu Hause ist. Weil das echt weird wäre, wenn irgendwie die Eltern im Hintergrund rumlaufen und so: Ja, hallo Mutti, nee, ich schaue hier gerade nur irgendwie drei Lesben im Pissring. Das war ein komplett willkürlicher Titel und ich hoffe, so ein Porno gibt es nicht wirklich. Aber das ist ja auch sehr offensichtlich. Also das machen Jungs nicht heimlich, wenn sie alleine zu Hause sind. Das machen Jungs offensichtlich, wenn sie alleine zu Hause sind. Und es gibt auch, das habe ich jetzt in den letzten Jahren dazugelernt, es gibt auch Mädels, die das tun. Die geben es nur nicht zu. Also jedes Mal, wenn euch eure Schwester erzählt, ich gucke keine Pornos. Ja, ja, die kleine 14-jährige Jacqueline, ich weiß schon, was du zu Hause tust, wenn du alleine bist. Gotcha, bitch. Boah, ohne Witz, wenn ich so hier sitze, ne, also meine Oberarme wirken wirklich mickriger denn je, wirklich. Also das ist ja, guck mal, wenn ich so rede, sieht es so aus, wirklich, als hätte ich irgendwie einen 1 cm Durchmesser meinen Bizeps. Mein Gott, was soll ich denn noch machen? Ich muss jetzt die ganze Zeit so meine Videos drehen. Punkt Nummer 5. Jungs zocken angeblich heimlich alleine zu Hause, wenn sie alleine sind. Und da frage ich mich, was ist das für ein Artikel? Was machen Jungs, wenn sie alleine zu Hause sind, heimlich? Ja, sie zocken heimlich. Das darf nämlich niemand erfahren. Warum sollte das denn niemand erfahren dürfen? Also ehrlich, da rege ich mich meines Erachtens zu Recht drüber auf, weil es kompletter Bullshit ist. Natürlich zocken Jungs, aber doch nicht heimlich, wenn sie allein zu Hause sind. Mein Gott, in meiner Hauptzockerphase habe ich 24/7 gezockt. Scheiß auf alles andere. Ganz ehrlich, das ist wirklich, also damals hätte ich auch safe keine Freundin haben können. Bei Minecraft war ich mit einem Schaf zusammen. So sieht es nämlich aus. Punkt Nummer 6. Die Joggerpeitsche rausholen. Dieser Titel ist so hässlich. Mit Joggerpeitsche rausholen ist gemeint, dass man eben die Jogginghose anzieht und einfach gechillte Klamotten hat. Und da muss ich dem Punkt mal zustimmen. Ich als Junge, ich mache das wirklich sehr gerne. Wenn ich weiß, ich bin allein zu Hause und ich will eh nur Serien gucken oder einfach nur rumgammeln, dann hole ich mir auch echt eine Sporthose raus oder Jogginghose, sonst irgendwas. Und laufe noch ein bisschen gechillt herum. Aber das macht jeder. Also es ist nicht so, nur Jungs machen. Das machen auch Mädchen genauso. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich auch ein Punkt, der ein bisschen schwachsinnig ist und sehr offensichtlich. Also ich hätte so erwartet, so Dinge, die Jungs alleine zu Hause machen, das sind so Dinge, die nenne ich jetzt gleich nochmal. Es sind nicht viele Dinge, die mir eingefallen sind, aber es gibt ein paar Dinge, die spricht man da nicht unbedingt direkt an. Aber sowas ist ja sehr offensichtlich. Oder Freunde, was sagt ihr? Punkt Nummer 7. Mädels gucken auf Facebook, Instagram und Tinder. Mädels gucken. Zunächst ist auch immer, wenn ich irgendwelche Mädels stalke. Ja, du, ich bin gerade am Mädels gucken, so ein bisschen. Ne? So ein bisschen Mädels gucken, einfach mal so ein bisschen. Ja, Mädels gucken. Ja, das kennt man. Also, das habe ich früher auf jeden Fall auch sehr viel getan, einfach. Das habe ich aber nicht gemacht, wenn ich alleine war. Also, kein Joke jetzt. Das habe ich eigentlich immer dann gemacht, wenn noch andere Freunde dabei sind. Und man dann immer die Mädels auch zeigen konnte. Weil dann macht es ja erst recht
echt Spaß so. Junge, guck dir mal dieses Mädchen. Guck dir mal ihre krassen Ellenbogen an. Oh mein, die Kniescheibe. Oh mein Gott, kein Mädchen hat so eine Kniescheibe. Oh mein Gott. Wisst ihr, das ist so, das macht man so, wenn man unter Jungs ist. Aber das macht man nicht alleine, weil alleine ist es so richtig low, finde ich. Punkt 8, schön asozial sein. Das ist der Punkt. Was soll mir der Punkt jetzt sagen? Schön asozial sein. Also, okay. Ja, wenn ich allein zu Hause bin, da bin ich meistens immer schön asozial. Was soll mir das sagen? Also keine Ahnung, was sie mit dem Punkt meinen und deswegen komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Bist du dumm, oder? Punkt Nummer 9. Bierchen zischen und Pizza bestellen. Damit haben sie im Grunde nicht unrecht. Das mache ich, wenn ich allein zu Hause bin. Also ich trinke kein Bier, weil Bier mag ich nicht. Aber Pizza bestellen auf jeden Fall. Yes, ist ein Go. Aber das mache ich genauso auch, wenn ich mit Leuten hier chille. Wenn ich mit irgendwem hier chille. Whatever. Ich bestelle für mein Leben gerne Pizza, weil Pizza is love. Das tue ich nicht nur, wenn ich allein zu Hause bin. Oder ist richtig heimlich. Was sind das denn für Dinge, die man angeblich heimlich tut? Also ihr könnt mir mal am Arsch lecken. Ich heiße Marvin. So, und der 10. Punkt. Geldträume und Online-Shopping. Geldträume, kein Plan, was die meinen. Ich meine, ich bin fucking rich. Ja, schön wär's. Aber ja, ich kenne das. Also manchmal sitzt man auf der Couch. So sitze ich dann da und dann denke ich mir einfach so, okay, wäre geil, wenn ich Millionär wäre und wenn ich 5 Autos hätte. Aber das macht jeder Mensch, oder? So träumen, dass man, dass man einfach träumen, das macht doch, das gehört zum Leben dazu. Ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar Punkten, wo ich sagen muss, okay, das machen wir Jungs wirklich, wenn wir allein zu Hause sind. Kann man so gar nicht sagen. Kann man nicht sagen, weil ich kenne mich da gar nicht aus. Das mache ich. Ich persönlich. Ich, Jonas, mache das, wenn ich allein zu Hause bin. Und ich bin ja ein Junge. Für alle, die es noch nicht wussten, ich bin ein Junge. Und Punkt Nummer 1, ich kacke mit offener Tür. Also das ist so eine Sache, die mache ich wirklich heimlich zu Hause, wenn ich alleine bin. Das weiß im Grunde auch niemand, außer jetzt die ganze Netzkultur. Aber es ist so eine Sache, wenn ich allein zu Hause bin, fühle ich mich sehr wohl, weil ich weiß, ich bin alleine. Das ist einfach, ich fühle mich dann frei. Ich fühle mich wie so ein freier Vogel, der im Freien kacken kann auch. Mein Gott, das ist ein sehr unästhetisches Thema. Entschuldige mich bei allen, gerade auch bei Leuten, die meinen Großeltern, die dieses Video wahrscheinlich auch sehen und sich gerade denken, was haben wir nur für einen schlimmen Enkel? Entschuldigung. I am the one, the one. Der nächste Punkt, ich rede immer mit mir selbst. Wenn ich alleine bin, rede ich mit mir selbst. Das ist ein Teil von mir. Oder Johnny, ist das ein Teil von dir? Das ist ein Teil von dir. Machst du sehr gut, Jonas. Ich weiß, ich weiß. Ich bin teilweise ein bisschen schizophren. Das ist cool, weil wenn ich zum Beispiel zu irgendwas eine unklare Meinung habe, rede ich einfach mit mir selbst über die Sache. Das klingt für euch jetzt gerade komplett behindert. Aber wirklich, es ist so, ich rede mit mir selbst. Ich rede auch beim Kacken mit mir selbst. Also es ist das Komischste. Wenn ich kacke, dann reden wir nicht darüber. Stopp it, stopp it. Und der dritte Punkt, was ich auch wirklich heimlich tue, wenn ich alleine bin, ich trinke heiße Milch mit Honig. Jetzt fragt ihr euch so, what the fuck? Nee, aber das ist so ein Getränk aus meiner Kindheit, so warme Milch mit Honig, das habe ich damals schon gerne getrunken. Und es ist sowas, ich trinke es nicht, wenn ich mit anderen Freunden hier chille oder so. Dann trinkt man vielleicht wirklich mal ein Bierchen. Also ich mag kein Bier, aber trinkt man vielleicht irgendwie Bier oder Cola oder so. Und nicht so heiße Milch mit Honig. Das mache ich wirklich, wenn ich allein zu Hause bin und mir denke, so einfach jetzt einfach ein bisschen chillen und relaxen. Ich trinke heiße Milch mit Honig. Das ist so meine Sache. Ja, Freunde, das waren die Dinge, die angeblich Jungs heimlich tun, wenn sie alleine sind, wovon der meiste Teil wirklich Schwachsinn war. Ich habe am Ende meine Spiel dazu gegeben, was ich heimlich tue. Jetzt dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, auch Mädels, was ihr so heimlich tut, wenn ihr zu Hause seid. Ich bin sehr gespannt drauf und wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch ein paar Punkte bekannt vorkam, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Drückt alle den Like mir-Button. Like mir, so heißt er gar nicht, oder? Drückt alle den Like mir-Button, Like mir-Button, Like mir-Button. Wir sehen uns ganz bald wieder, Freunde. Bis dann und euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.